Grüezi miteinander. Mein Name ist Linda Christinger und ich begrüße Sie sehr herzlich hier im Nationalmuseum. Wir werden zusammen heute eine Führung machen auf virtuelle Art und Weise, und zwar zur Swissness. Deshalb ist es perfekt, dass ich hier gerade vor unserem berühmten Gotthard-Massiv stehe. Ein Monolith, der kreiert wurde für die Milano Expo 2015. Denn dieser Gotthard bzw. das Gotthard-Massiv, das ist so eine Art von Kern, könnte man sagen, für unsere Schweiz. Es geht darum, dass der Gotthard schon seit Jahrtausenden eigentlich eine wichtige Verkehrsstraße ist. Früher natürlich der Pass, mit der Zeit dann aber auch, und da kommt jetzt die Präzision, aber eben auch Innovation, technisches Know-how rein, das man vielleicht nicht unbedingt mit der Schweiz in Verbindung bringen würde. Aber der Gotthardtunnel war damals schon als Eisenbahntunnel der längste Tunnel der Welt, und jetzt ist es der Neart-Tunnel wieder. Auf der Dufour-Karte sieht man nochmals, was genau dieses Gotthard-Massiv ist, beziehungsweise wie groß, nämlich auf diesen vier Elementen. Die Dufour-Karte als solches ist sehr berühmt, war es vor allem damals, als sie erschaffen wurde im 19. Jahrhundert, denn diese steht jetzt wirklich für Präzision, für Genauigkeit und vor allem für Detailliebe. Damals glaubte man nämlich nicht so recht daran, dass man überhaupt die Schweiz kartografieren kann. Aber es war dann eben Dufour höchstpersönlich, der dann auch im Sonderbundskrieg als General funktioniert hat, der gesagt hat, doch, das kriegen wir hin, wir können wirklich jeden einzelnen Berg ausmessen. Das hat man dann auch getan. Man hat es mit einem Dreieck versucht, also mit einer Triangulation nennt sich das auch. Man hat also zwei Berge schon bemessen gehabt und den dritten dann einfach berechnen können. Das war eine Vereinfachung, die bedeutet hat, dass selbst unsere bergige Schweiz dann eben also in einer Präzision auf einer Karte dargestellt werden konnte, wie es vorher nie dagewesen war. Und diese Karte gewann dann auch an einer Weltausstellung sogar die Goldmedaille, weil sie so beeindruckt hat. Das war dann also über lange Zeit hinweg die Karte, an der man sich zu messen hatte. Und es ist natürlich bezeichnend, dass diese Karte auch genau entstanden ist in der Zeit, in der die Schweiz als Bundesstaat überhaupt entstanden ist. Nämlich zwischen 1845 bis 1865 wurde diese Karte erschaffen und die Bundesgründung war 1848. Selbst im 20. Jahrhundert hat man dann diese Karte noch angepasst, und das sieht man auch sehr schön auf den Originalplatten, die wir da drüben haben, denn bei denen sieht man, dass nur noch vier davon in Kupfer vorhanden sind, die anderen sind stahlverstärkt, weil man zum Beispiel nur schon die Eisenbahnlinien alle wieder neu einfügen musste, sobald die gebaut waren. Zu Dufour gibt es noch anderes zu berichten. Er war auch in andere Dinge verwickelt hier in der Schweiz, die ganz wichtig waren. Aber über das, was ich jetzt reden möchte, das wird vor allem mit einem Mann assoziiert, nämlich mit Henri Dunant. Der hat 1859 bei der Schlacht von Solferino höchstpersönlich gemerkt, wie unglaublich katastrophal es ist, wenn die Verwundeten keine ärztliche Versorgung bekommen. Das hat ihn dann inspiriert, nämlich bereits vier Jahre später das Rote Kreuz zu gründen. Und dieses Rote Kreuz, das war etwas, das dann wirklich einen Erfolg hatte auf der ganzen Welt. Eine Institution, die sich wirklich überall in den Schlachtgebieten, in den Konfliktregionen auch etablieren konnte, zum Glück, denn es war eigentlich sehr wichtig, dass diese Versorgung gewährleistet war, und dass es eben hier in der Schweiz gegründet wurde, dieses Rote Kreuz, das hat sicherlich auch etwas mit dem zu tun, dass wir erstens humanitäre Tradition kennen und zweitens aber auch ganz wichtig neutral sind. Diese Neutralität musste garantiert sein, dass eben auch wirklich diese ärztliche Versorgung völlig frei von irgendwelchen Parteien sozusagen wirklich gewährleistet werden konnte. Und deshalb sieht man zum Beispiel auch, dass dann zwar eigentlich unsere Schweizer Fahne einfach umgedreht wurde, nämlich rot auf weiß statt weiß auf rot, aber weil dieses Kreuz, das unsere Schweizer Fahne ausmacht, eben nicht etwa etwas Christliches bedeuten sollte, sondern eben mehr von der Neutralität sprechen sollte, ist es zum Beispiel in der muslimischen Welt eine rote Sichel, eine Mondsichel geworden. Und von diesem Schweizer Kreuz, das uns ja so wichtig ist, von dem werden wir jetzt dann gleich noch mehr hören.
Neben mir steht eine Dame, die sehr oft auch bei uns im Hause begrüßt wird, nur antwortet sie dann dummerweise nie. Das ist nicht Unhöflichkeit, sondern es liegt daran, dass das tatsächlich nur eine Puppe ist, nicht etwa eine Wachsfigur, wie man das zuerst vielleicht denken würde, sondern sie schaut so unglaublich realistisch aus, weil sie aus Silikon gemacht ist. Und wen sie darstellt, das ist jetzt natürlich für diese Swissness-Führung von großer Bedeutung. Sie ist nämlich unsere Helvetia. Und unsere Helvetia, das ist natürlich nicht eine historische Persönlichkeit, sondern unser Land personifiziert, wie sich das nennt. Das heißt also, diese Dame steht stellvertretend für das, was die Schweiz als Land sei. Das bedeutet auch, dass man sie sonst normalerweise auch anders dargestellt kennt. Ihr kennt sie sicherlich zum Beispiel auch von der 2-Franken- oder 1-Franken-Münze. Selbst auf dem 50-Rappen-Stück ist sie hinten drauf. Und dort wird sie immer mit Speer und Schild dargestellt, also sehr kampfesbereit. Aber hier steht sie modern, selbstbewusst, so wie wir das natürlich heutzutage über die Schweiz auch denken. Die Helvetia und ihr Name ist aber auch noch von großer Bedeutung, weil es darauf zurückgeht, dass bei uns in der Schweiz mal ein keltisches Volk namens Helvetier lebte. Und das wollte man also in diesem lateinischen Begriff unbedingt verewigt haben. Und wenn man sich ja überlegt, woher überhaupt unser CH kommt, das auf allen Autos zu sehen ist oder auch in unserer Internetadresse zu finden ist, dann steht das für Confederatio Helvetica. Es ist das neutrale Latein, was natürlich sehr gut passt, damit niemand beleidigt ist von den 4 Landessprachen, wenn es nicht eine Abkürzung zum Beispiel von Swiss oder Switzerer ist, sondern eben neutrales Latein. Das ist also eben nun, wie wir diese Helvetia besonders gut kennen, nämlich von unseren Münzen. Aber es gibt hier noch ein anderes Bild, das ich ebenfalls ganz spannend finde, das ich zeigen möchte, nämlich dieses hier. Wir sehen, das ist 1918 entstanden. Das ist natürlich von großer Bedeutung, denn hier haben wir definitiv unsere Helvetia mit natürlich auch der Schweizer Fahne dazu. Und dann sehen wir, dass eben auch andere Länder ihre Personifikationen haben. Das heißt, wir haben eine Germania für Deutschland, eine Austria für Österreich, eine Italia, Russia, Gallia. Gallia steht für Frankreich und mich interessiert unter anderem eben auch die Britannia. Denn das ist nun bezeichnend, dass die viele von denen eine Rüstung tragen. 1918, Erster Weltkrieg, da waren also diese Frauen auch wirklich stehend für diese Kampfesmacht, die diese Länder ja ausmachten. Und es ist bezeichnend, dass Helvetia das nicht trägt. Unsere neutrale Schweiz versucht also zu vermitteln. Und ich habe diese Britannia speziell erwähnt, weil ich es sehr bezeichnend finde, dass auf unseren Münzen hinten drauf eben wirklich unsere Helvetia ist, also eine neutrale Personifikation unseres Landes, während bei den britischen Pfundmünzen natürlich die Königin hinten drauf steht. Wir haben also da einen deutlichen Hinweis darauf, was eben in der Schweiz nie war, nämlich eine Monarchie. Wir waren immer ein demokratisches Land, das sich hier eben auch so entwickelt hat, bereits zur Zeit der Eidgenossenschaft, dann hin zum Bundesstaat. Und es gibt noch eine zweite Dame, beziehungsweise eher ein kleines Mädchen, das ebenfalls nie gelebt hat, aber die Schweiz so richtig berühmt gemacht hat. Und das ist natürlich Heidi. Heidi wurde von Johanna Spyri als Romanfigur erfunden. Geschrieben hat sie dieses Buch zuerst 1880 und weil schon der erste Band ein Riesenerfolg war, hat sie dann 1881 auch noch gleich einen zweiten Band geliefert. Die Geschichte selbst ist schnell erzählt. Es ist ein Waisenmädchen, das bei seinem Alpöhi aufwächst, eben schön in diesen Schweizer Alpen, wo alles idyllisch und perfekt ist. Zumindest in den Büchern von Johanna Spyri. Und sie geht dann aber etwas später nach Frankfurt, um dort einem kranken Mädchen zu helfen, das im Rollstuhl sitzt, nämlich Clara. Und in dieser Großstadt, in diesem üblen Moloch sozusagen, wird sie dann krank vor Heimweh.
Und da möchte ich etwas kurz einschieben, denn dieses Heimweh ist ebenfalls sehr schweizerisch. Es ist nämlich so, dass es wirklich in der Schweiz das erste Mal als Krankheit definiert wurde von einem Schweizer Arzt aus Basel. Und er hat das dann also wirklich auch so festgelegt, dass es vor allem auch die Schweizer Soldaten waren, die im Ausland gedient haben, die da vor lauter Heimweh krank wurden und zum Teil sogar starben an dieser Sehnsucht nach der Heimat. Man nannte das dann auch Morbus Helveticus, also die Schweizer Krankheit, bevor sich dann irgendwann der Begriff Heimweh durchgesetzt hat. Dieses Heimweh hat also auch Heidi befallen. Sie wird auch ernstlich krank und wird dann erst wieder gesund, als sie zurückkommt in die wirklich schöne Alpenlandschaft mit ihrem geliebten Alpöhi. Und der Clou ist dann sozusagen, dass selbst Clara, als sie zu Besuch kommt auf diese Alpen, wieder gesund wird. Durch diese gute Geißenmilch zum Beispiel kann sie plötzlich aufstehen und wieder selber gehen. Wenn das keine schöne Geschichte ist, wäre das natürlich auch nie so oft und wieder erzählt worden, auch übersetzt in über 50 Sprachen. Und besonders berühmt wurde dann das Heidi aber auch durch das Anime, das in Japan entstand, nämlich 1974. Dieses Anime mit 52 Folgen war sogar so erfolgreich, dass man behaupten könnte, für den Schweizer Tourismus, vor allem für den Heidi-Schweizer Tourismus, war das Anime fast wichtiger als die beiden Originalbücher davor. Hier sind wir bei unserem fantastischen Murten-Diorama und da möchte ich gerne auf etwas hinweisen, das wichtig ist für unsere Swissness, nämlich unser Schweizer Kreuz bzw. unsere Schweizer Fahne. Denn das ist natürlich die große Frage, woher kommt dieses Ding, seit wann haben wir das? Denn am Anfang, als wir noch eine Eidgenossenschaft waren, hatten wir natürlich noch keine Nationalfahne. Aber bei einer solchen Schlacht wie bei Murten, die übrigens 1476 stattfand, war es wichtig, dass man sich voneinander unterscheiden kann, beziehungsweise dass man sich gegenseitig erkennt, gegenüber dem Feind. Damit man also nicht den Falschen niederstreckt, haben sich die Schweizer Eidgenossen tatsächlich ein kleines weißes Kreuz auf den Rücken gemalt, sodass man eben wusste, aha, die sollte man jetzt besser nicht umbringen, sondern lieber nur den burgundischen Feind. Wenn man über unsere Schweiz spricht, dann kommt man um ihn nicht herum, nämlich unser Nationalheld Wilhelm Tell. Er steht für unsere Freiheit, für unsere Unabhängigkeit. Er steht aber auch für Brüderlichkeit, also für all das, was es braucht, damit dieses kleine Land eine große Selbstbehauptung für sich reklamieren kann. Es ist eine Geschichte, die natürlich schon so oft erzählt wurde, dass ich sie jetzt hier nicht mehr ausführlich wiedergebe. Aber wenn man sich hier diesen Tell anschaut, dann ist es sicherlich das Interessante, dass er sich hier niederbeugt, nämlich zu seinem Sohn Walter. Ja, das ist sein Sohn. Im 18. Jahrhundert trugen auch Jungs Röcke. Das heißt also, wir haben hier Wilhelm Tell, wie er ganz liebevoll seinen Sohn in den Arm nimmt. Dieser streckt ihm aber doch noch den Apfel entgegen, damit wir überhaupt wissen, um welche Szene das es geht. Und die Armbrust, die so wichtig ist für die Geschichte, die ist da ganz weit nach hinten gedrängt, schon richtig überwuchert von Zweigen. Dass diese Figur nicht etwa aus dem 14. Jahrhundert stammt, dort, wo Wilhelm Tell gelebt haben soll, sondern erst sehr viel später entstanden ist, ist hier also von Bedeutung. Denn über die Jahrhunderte hinweg in der Geschichte der jungen Eidgenossenschaft blieb es eine ganz wichtige Geschichte, die immer und immer wieder erzählt wurde. Das erste Mal im Weißen Buch zu Sarnen, nämlich 1470. Und diese Geschichte, die begleitet uns noch heute mit ihrem Sinn für Helden. Mut. Dieses Haus erkennen wahrscheinlich die meisten. Das ist unser Bundeshaus, beziehungsweise das, was man hier wirklich sieht, ist das Parlamentsgebäude, das eigentlich erst Ende 19. Jahrhundert gebaut wurde, Anfang 20. dann eröffnet. Das Bundeshaus, das steht natürlich für unsere Demokratie. Eine Demokratie, die es bereits seit 1848 auch gesichert in unserer Bundesverfassung gibt. Und das macht unsere Schweiz recht wichtig. Es ist nämlich so, dass wir in unserer Demokratie auch wirklich eine der ersten waren in Europa, die das auch so fix in ihrer Bundesverfassung auch
niedergeschrieben hatten. Und es ist etwas, das uns auch sonst natürlich etwas außergewöhnlich macht, denn diese halbdirekte Demokratie, wie das auch heißt, bedeutet, dass wir als Volk eigentlich die allerhöchste Instanz im Lande sind. Natürlich bedeutet das vor allem einfach mal, dass wir die sind, die das Parlament wählen, nämlich den Nationalrat und den Ständerat, die zusammen die Bundesversammlung ausmachen. Und die wiederum, die wählen dann die anderen beiden großen und wichtigen Institutionen, nämlich den Bundesrat und das Bundesgericht. Zu dritt machen die also unsere Bundesadministration aus, das heißt nämlich wirklich die Legislative. Das wäre also das Parlament, dann die Exekutive, das ist der Bundesrat und die Judikative. Wie erwähnt, ist es also das Parlament, das den Bundesrat wählt. Das war schon 1848 so und damals war der Bundesrat natürlich nur bestehend aus Männern. Es waren 7 Männer damals schon, allerdings war auch damals noch etwas ganz anderes als heute. Es waren nicht nur Männer, sondern sie waren alle eigentlich aus der gleichen Partei. Damals waren alle noch liberal, also das, was heutzutage die FDP ist. Und das hat sich dann erst über die Jahrzehnte hinweg verändert, dass da also länger je mehr sich auch andere Parteien einmischen konnten, mit dazukommen konnten, sodass wir heute diese Zauberformel haben, die aber jetzt bereits wieder in Frage gestellt wird durch diesen Erfolg, den die Grünen im letzten Herbst hatten. Es ist also hier doch wichtig zu betonen, dass diese Herren damals begannen, unser Land zwar zu regieren, aber eben eigentlich relativ einseitig. Und so hat sich natürlich einiges nochmals verändert, aber damals wurde diese Stabilität vorgegeben, die es heute noch gibt. Und das Land war übrigens vor allem damals auch schon neutral. Diese Neutralität, die ist natürlich dazu ein wichtiger Fakt, der zu unserer Stabilität auch beiträgt. Gewisse Leute kritisieren zwar unsere Neutralität, aber schlussendlich ist es sicherlich etwas Positives, dass wir hier eigentlich eben als neutrales Land nie mehr in einen Krieg verwickelt waren seit dem allerletzten Bürgerkrieg bei uns in der Schweiz, 1847, der Sonderbundskrieg. Diese erwähnte Stabilität, die hat auch dazu geführt, dass wir als Finanzplatz sehr wichtig wurden. Es war nämlich dann tatsächlich bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts so, dass eine Bank nach der anderen gegründet wurde. Eine der ersten zum Beispiel hier in Zürich, noch von Alfred Escher, diesem wichtigen Eisenbahnmogul, der diese Schweizerische Kreditanstalt, wie sie damals noch hieß, die heutige Credit Suisse, gründete nicht etwa nur, um eine Bankinstitution zu haben, sondern damit diese Kredit sprechen konnte für sein Lieblingsprojekt, eben die Eisenbahn. Diese Banken waren also anfänglich noch in relativ kleinem Rahmen funktionierend und das wurde dann aber sehr viel schneller dann auch international und der Schweizer Franken, der übrigens auch erst bei der Bundesstaatsgründung zu diesem Nationalgeld wurde, der hat eine Stärke, die ja bis heute anhält. Das mit diesen Franken, das muss man vielleicht noch speziell erwähnen. Es ist nämlich so, dass bis 1848 über 800 verschiedene Münzen bei uns in der Schweiz existierten, die von 79 Münzherren geprägt wurden und das führte natürlich zu Chaos. Das bedeutete zum Teil, dass man, wenn man von Zürich nach Basel reiste, dann musste man Geld wechseln und zwar nicht nur einmal, sondern bei jeder Kantonsgrenze gab es eine neue Währung, die man da für sich eben wechseln musste. Und es war eben nicht nur das Geld, sondern es war auch die Ware, die man womöglich mitnehmen wollte nach Basel, die man jedes Mal an der Kantonsgrenze verzollen musste. Das hat natürlich dann zuerst für wirtschaftliche Einschränkungen gesorgt. Nach 1848 wurde das dann schlagartig sehr viel besser. Das Geld der Schweiz, das ist etwas, das ja unterdessen schon in der 9. Variante vorhanden ist. Die Noten sind jetzt also in einer 9. Serie ganz neu herausgegeben. Wir haben hier noch die alte Serie mit der 8., an die erinnere ich mich selbst noch sehr gut, und sogar die 7. Wir sprechen jetzt nicht über mein Alter. Aber man sieht hier, dass dieses Geld in der Schweiz gedruckt wird
und zwar mit ganz verschiedensten Sicherheitsvorkehrungen, die das Schweizer Geld zu etwas vom Sichersten macht, was es überhaupt gibt. Auch da unsere berühmte Präzision, die zum Tragen kommt. Hier sind wir nun im Tourismusturm, der bei uns im Landesmuseum wirklich der höchste Punkt ist, sozusagen. Und hier geht es also nicht nur um den Tourismus, sondern auch darum, was die Touristen bei uns in der Schweiz natürlich erwarten. Hier oben wird es mir also vor allem auch um die Milchwirtschaft gehen, denn dadurch sind wir natürlich auch besonders berühmt geworden. Die Schweizer Milchwirtschaft ist natürlich etwas von dem, was besonders bedeutend ist in den Bergen. Dort macht man ja auch den berühmten Alpaufzug und dazu gehört eigentlich auch dieser hübsche Milcheimer mit dem Boden, der da schön bemalt ist. Und das ist natürlich etwas von dem, was uns eben auch in der Welt als dieses idyllische Bergland erscheinen lässt, von dem der Tourismus unter anderem lebt. Und was man natürlich aus unserer fantastischen Schweizer Milch machen kann, das ist ganz klar. Und für uns von großer Wichtigkeit, nämlich unseren Käse und unsere Schoki. Die Schokolade ist etwas, das natürlich unter anderem vor allem auch in der Weltschweiz mit Gaillet begonnen hat, dann aber auch mit Süchard, Lindt und all denen bei uns weitergegangen sind. Und es ist sicherlich auch, dass der Käse für uns von so großer Bedeutung ist, dass man ja bis zum heutigen Tage behauptet, dass Fondue sei unser Nationalgericht. Dass es nicht ganz stimmt, das kläre ich jetzt gerne mal kurz auf. Das mag ein bisschen frustrieren für all die, die das so gerne mögen. Aber tatsächlich ist das Fondue eigentlich erst im 20. Jahrhundert erfunden worden, nämlich als Marketingmöglichkeit, um Käse zu verkaufen. Das war die Käseunion, die das ins Leben gerufen hat. Und so richtig gesellschaftsfähig wurde dieses Fondue auch erst dann in den 50er Jahren, weil nämlich im Zweiten Weltkrieg unsere Soldaten das plötzlich regelmäßig vorgesetzt bekommen haben. Es ist also eine amüsante Geschichte, wie dieses Fondue sich überhaupt durchgesetzt hat, aber das schmälert ja den Genuss nicht in kalten Wintertagen. Der Tourismus in der Schweiz ist natürlich etwas, das eher das Ländliche sucht, nicht unbedingt die Stadt Zürich, obwohl wir natürlich auch unsere Touristen haben. Aber auf dem Lande sucht man nach dieser Idylle, die unter anderem eben auch bei einem Heidi beschrieben wurde. Und auf dem Lande, da passt es natürlich dann gut, wenn sich die Leute auch schön in ihre Trachten stürzen, so dass man die dann eben besonders gerne betrachten kann. Diese Trachten sind übrigens aber eigentlich erst ab dem 18., dann vor allem im 19. Jahrhundert aufgekommen, sind also gar nicht so traditionell, wie man vielleicht denkt. Aber in dieser Zeit war es doch wichtig, dass man daran unterscheiden konnte, woher jemand kommt. Und zwar nicht nur der Kanton, sondern zum Teil sogar die genaue Region daran erkannte. Hier zum Beispiel haben wir zwei Appenzeller-Trachten. Links, ganz wichtig, die vom Mann, nämlich eine Tracht, bei der man zum Beispiel auch sieht, mit was sich ein solcher Mann beschäftigte, nämlich zum Beispiel mit Kühen, mit dem Alpaufzug. Für sowas wurde eine solche Tracht auch angezogen. Das sieht man entweder hier auf der Brust sehr schön dargestellt oder sogar auch auf den Schuhen mit den Schnallen, die Kühe darstellen. Die Frau sieht dagegen schon sehr viel eleganter aus. Es ist auch eine Festtagstracht, die sie hier anhat. Und es ist natürlich da nicht unbedingt so, dass man damit in den Kuh- oder in den Hühnerstall gegangen wäre. Das fehlt hier also völlig. Dafür eben umso schöner der Schmuck, die Farben und eben auch das Modische daran, das sich übrigens auch der jeweiligen Mode angepasst hat. Diese Führung zur Swissness, die hat ja versucht, immer wieder mal auf diese typischen Fähigkeiten bzw. Attribute der Schweiz einzugehen. Und so ist es sicherlich nicht schlecht, wenn wir jetzt mit einem Thema diese Führung beenden, bei der unsere Präzision und unsere herausragende Qualität immer so gelobt werden, nämlich mit den Uhren. Die Uhrenindustrie, die kann tatsächlich nicht aus der Schweiz weggedacht werden. Aber wenn wir uns hier jetzt gerade auch diese schönen alten Stücke betrachten, ist es vielleicht wichtig zu betonen, dass das, was so unglaublich schweizerisch ist, eben diese Uhrenindustrie, eigentlich nicht aus der Schweiz kommt. Es waren ursprünglich die Hugenotten, nämlich die Protestanten aus Frankreich, die dort in diesem katholischen Land nicht gewünscht waren, die also flüchten mussten
und so besonders gerne natürlich zu uns in die Romandie geflüchtet sind, wo sie mit ihrem Französisch bestens aufgehoben waren und sie brachten uns alles bei, was wir wissen müssen zur Uhr. Das bedeutet also, dass diese Präzision ursprünglich gar nicht unbedingt von uns erfunden wurde, aber von uns wenigstens weitergeführt. Und diese Uhren, die sind natürlich jetzt nicht nur hier mit diesen alten Stücken so bedeutend, aber ich möchte da doch auf etwas ganz Bestimmtes hinweisen, nämlich auf diesen wunderschönen Käfig. Es ist ein Vogelkäfig, der als Automat ausgerüstet war. Das heißt, dieses Vögelchen, das pfiff auch tatsächlich zwischendurch mal. Und die eigentliche Uhr, die ist gut versteckt, nämlich weiter unten. Von unseren Uhren, die hergestellt wurden, wurden zwei besonders berühmt, nämlich zum einen die Oyster, die man da oben sieht, die ist von Rolex hergestellt worden und nämlich in den 1920er Jahren als allererste wasserdichte Uhr. Und die zweite, fast noch bedeutender, zumindest für gewisse Leute, wäre diese hier, die Armbanduhr Speedmaster. Die war nämlich sogar auf dem Mond. Die wurde entwickelt für die NASA und ein solches Modell hat also wirklich auch Buzz Aldrin 1969 bei der Mondlandung getragen. Wir wären jetzt also hier nun am Ende angelangt von dieser Führung. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie wenigstens virtuell dabei waren. Hoffe natürlich, Sie bald in der Realität sehen zu können und bis dahin bleiben Sie gesund.